Vor ein paar Monaten hat Bosch den neuen Performance SX Motor vorgestellt. Neuer Motor für das Smart System. Ein großer Vorteil dieses Motors, zumindest aus Sicht von Bosch, ist, dass er sich in sehr viele unterschiedliche E-Bike-Typen integrieren lässt. Vor uns steht ein E-Trekkingrad, E-Urbanrad. Welches genau das ist und was dieses Fahrrad kann, was vielleicht auch nicht kann, das erzählt uns gleich Birgit von Vinora. Herzlich willkommen, Birgit. Dankeschön. Du bist die Brandmanagerin bei Vinora. Das ist korrekt. Dieses Fahrrad ist mehr oder weniger aus deinem Stift, aus deinen Ideen heraus entstanden? Ganz genau. Also dies ist bei uns ein E-Urban-Rad. Es gehört in unsere urbane Linie. Wir haben bis jetzt schon einen E-Commuter, das ist das E-Flitzer, mit einem Malerantrieb, ein eher sportliches Modell. Und wir haben gesagt, der Vinora-Fahrer möchte aber auch gern komfortabel fahren, möchte trotzdem aber ein leichtes E-Bike haben. Das ist der Vorteil vom Performance SX, dass es ja ein relativ leichtes Setup ist. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen ein zusätzliches Modell kreieren. Und das ist das iRide Pure, hier in der Form als R5F. Gibt es noch in der zweiten Variante. Und das ist jetzt die Ergänzung für den Komfortfahrer, der aber trotzdem Design haben möchte. R5F, schönes Kürzel, auch mit einer Bedeutung. Löst das für uns doch mal kurz auf. Das R ist ganz einfach, das steht für Riemen. Wie man deutlich sieht, das Fahrrad hat eine Riemenschaltung. Mhm. Die 5 steht für die 5-Gang-Nabenschaltung und das F steht für den Freilauf. Es ist also eine 5-Gang-Freilaufnabe und das Ganze ist in dem Falle jetzt hier mit einer Riemenschaltung. Wir haben noch eine zweite Variante, die ist mit einer Kettenschaltung, die steht hinter dir. Und da ist es das X. Das X steht bei uns immer für Kettenschaltung und dann hat es 10 Gänge und deswegen ist es das XC. Herzstück dieses Fahrrades ist der Motor. Ne? Ja. Also der hat sicherlich maßgeblich dazu beigetragen, diese Art von Fahrrad irgendwie zu entwickeln. Welche Vorteile hat aus deiner Sicht der Motor im Gegensatz zu den Motoren, die wir bisher schon kennen von Bosch? Also das ganze Setup, man muss ja nicht nur den Motor sehen, sondern man muss den Motor in Kombination mit der kompakten 400-Watt-Batterie sehen. Okay. Und für uns war das Ziel, ein Fahrrad zu kreieren, was eine Intu-Batterie hat, die entnehmbar ist. Das hast du beim E-Flitzer nicht. Da kannst du die Batterie nicht entnehmen. Wir wollten eine entnehmbare Batterie und eine bisschen größere Batterie haben. Das hat man hier in der Kombination als Setup wunderbar gelöst. Mhm. Und wir wollten unter 20 Kilo bleiben, weil es wollte wirklich ein leichtes E-Bike werden. Und dafür war einfach dieses Setup von dem Performance SX in Kombination mit der kompakten 400-Watt-Batterie ideal. Ihr habt an sich was Ähnliches schon selber im Portfolio mit dem E-Flitzer. Trotzdem jetzt nochmal hier ein Fahrrad, was doch einen bisschen anderen Schwerpunkt hat, oder? Auf jeden Fall. Also hier geht es sicherlich ganz entscheidend darum, dass wir das Design mit Komfortelementen verbinden. Also Komfort ist sicherlich ein ganz, ganz großer Schlagpunkt in diesem Fahrrad. Das hängt natürlich schon mal zum Beispiel mit der schönen Federgabel, die ihr hier seht, zusammen. Das ist eine Featherstock-Federgabel aus unserem eigenen Hause, die super gekapselt ist. Also alles, was man hier sieht, das ist total gut abgekapselt, sodass du wirklich null Wartungsaufwand damit hast. Elastomer gefedert, funktioniert einwandfrei bei jeder Wetterung, egal ob es jetzt minus 10 oder plus 30 Grad ist. Funktioniert immer, egal ob Regen, Schnee oder sonst was. Und das ist uns ganz wichtig. Mhm. Wartungsarmut hier natürlich noch mit dem Riemen kombiniert. Dann haben wir hier die breite City-Bereifung, wirklich diese klassische Conti-Contact Urban in der 62er-Bereifung. Dadurch hast du natürlich auch nochmal eine zusätzliche Federung. Und alle unsere iRide Pure-Modelle haben eine Federsattelstütze. Hier sogar noch als Dropper. Dann lass uns das mal kurz in Ruhe noch durchgehen. Die Federgabel, was kann die denn? Also wie viel Federweg bietet die? Und was kann ich davon erwarten und was vielleicht nicht? Also das ist eine Federgabel, die so um die 40 mm Travel hat. Das ist eigentlich klassisch für die City. Also du fährst, sag ich jetzt mal, Kopfsteinpflaster. Du fährst irgendwo einen Bordstein runter. Das sind genau die Dinge, die diese Federgabel gut kann. Es ist jetzt eher ein Fahrrad, das nicht geeignet ist, um, sag ich mal, irgendwo einen Trail runterzufahren oder so. Ne? Also richtig starke Erschütterungen, die du hast, wenn du wirklich irgendwo in den Wald gehst und Trails runterfällst, dafür ist die Federgabel nicht gemacht. Also es ist ja auch eher in dem urbanen Bereich, deswegen gehört es ja bei uns auch ins urbane Segment. Ja. Also wir sehen schon die Stadt als wirklich Hauptspielwiese für dieses Fahrrad und nicht wirklich das, wo man mit einem Mountainbike oder mit einem Gravelrad hingeht. Deshalb auch eure bewusste Entscheidung für diesen Reifen. Ja. 62 mm breit, hast du gesagt? Genau.
der bietet dann wahrscheinlich dazu aber noch reichlich Pannenschutz, sicher? Der hat Pannenschutz und der hat vor allen Dingen, was ich gut finde, eine sehr breite Mittellaufrille. Du hast also wenig Rollwiderstand, wenig Geräusch. Auch finde ich immer ganz entscheidend. Also wenn ich in der Stadt bin, möchte ich irgendwo möglichst angenehm fahren. Das habe ich, wenn ich so einen Reifen habe, wirklich super. Auf der anderen Seite hat er trotzdem eine Profilierung, sodass ich definitiv auch bei Regen sicher fahren kann. Sicherheit ist sicher ein ganz großes Thema, deswegen auch eine gute Scheibenbremse verbaut. Geht auch immer bei allen Witterungsbedingungen, auch für uns definitiv ein sehr, sehr wichtiges Thema. Gefederte Sattelstütze bzw. versenkbare Sattelstütze, um genauer zu sein. Warum brauche ich die denn an einem Stadtrad? Ganz einfach, gerade bei dem mit dem Riemenfahrrad sehen wir denjenigen, der wirklich entspannt morgens zur Arbeit fahren will. Du kommst an die Ampel und du möchtest sicher mit beiden Füßen auf der Erde stehen. Du drückst deine Dropper, geht runter, du stehst mit beiden Beinen auf der Erde, du fährst wieder los, drückst wieder drauf und du sitzt wieder in deiner idealen Position. Ist wirklich ein Sicherheitsfeature für denjenigen, der in der Stadt viel unterwegs ist und viel Stop and Go hat. Das ist ja normal, du stehst ja an vielen Ampeln. Und dafür ist es einfach ideal. Okay. Die 55 Newtonmeter des Motors an Drehmoment, das ist aus eurer Sicht irgendwie ein Wert, der sehr wohl reicht für die Stadt? Oder ist es vielleicht sogar schon überpowered? Nein, es ist nicht überpowered. Also ich würde es überhaupt nicht als überpowered sehen, denn du möchtest ja auch schnell antreten. Also es geht ja auch darum, du bist an der Ampel und du willst vorwärts kommen und dann tut es schon gut, wenn ich die 55 Newtonmeter habe. Aber ich muss jetzt nicht Geschwindigkeiten, ich muss nicht in 4 Sekunden von 0 auf 100 kommen. Also das brauche ich nicht. Also das ist jetzt kein Racebike, aber es ist gerade für die Stadt schon ein super Motor. Und schon auch für jemanden irgendwie, der einfach Bock hat, auch in der Stadt zumindest irgendwie beschwingt zu fahren. Ja, irgendwie so. Genau. Also du hast alles, du kannst damit gemütlich fahren, aber du kannst schon auch ein bisschen Gas geben. Und derjenige, der so ein Fahrrad in der Stadt fährt, der hat einfach auch Lust, sich ein bisschen zu bewegen. Zum Fahren in der Stadt gehört auch zwingend der Gepäckträger. Richtig. Weil ich habe eigentlich immer irgendwas bei mir. Ne? Und genau. Euer Gepäckträger ist auch ein bisschen was Besonderes, hast du im Vorgespräch erwähnt. Ging natürlich hier bei diesem Fahrrad darum, das Design in den Vordergrund zu stellen. Und dann haben wir uns natürlich schon viele Gedanken darüber gemacht, was für ein Gepäckträger. Haben uns natürlich auf dem Markt umgeguckt und haben gesagt, wir haben keinen gefunden, der so hundertprozentig dazu passt. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt entwickeln wir einen, der wirklich vom Shape wunderbar zu diesem Fahrrad dazu passt. Du hast hier eine Zuladung von 15 Kilo, die du auf beiden Seiten hier auch mit dem Teil wunderbar anhängen kannst. Also es ist wirklich praktisch und optisch trotzdem schön. Okay. Vor uns steht das Fahrrad jetzt in der Variante mit einem Rahmen. Da würde ich sagen, irgendwie so geht für mich in Trapezrahmenrichtung. Genau. Ihr nennt das, glaube ich, mit. Wir nennen das mit, ihr ganz habt genau. Aber auch noch eine zweite Rahmenform. Genau, wir haben noch eine zweite Rahmenform. Das ist die High-Rahmenform. Das wäre das Rote, was hinter dir steht. Da läuft das Oberrohr bis hierhin. Also es ist auch ein abfallendes Oberrohr, aber es geht ein Stück weit höher. Es ist ein bisschen sportlicher von der Anmutung. Dies ist ein bisschen gefälliger, ein bisschen runder in der Anmutung. Das andere ist halt ein Stück höher, leicht sportlicher. Wir versuchen einfach da auch eine breite Schicht an Konsumenten abzuholen. Genauso mit den Farben. Wir haben 2 verschiedene Schaltungsvarianten. Einmal die Namensschaltung, einmal die Kettenschaltung. Wir haben jeweils den Mit- und den High-Rahmen. Und jede Rahmenform hat auch eine unterschiedliche Farbe, sodass wir insgesamt auch 4 Farben anbieten können. Von dieser, sag ich mal, eher ein bisschen feminineren Farbe bis zu einem klassisch, ich sage immer norddeutsch bunt, bis zu einem klassischen Schwarz. Okay. Das heißt aber, die Rahmenform ist nach eurer Definition, zumindest bei dem Fahrrad, tatsächlich eher so eine optische Geschichte, nicht unbedingt irgendwie eine funktionale Unterscheidung, die dahinter steht. Nein, das ist, also für mich geht es wirklich um die Optik. Das Fahrrad ist insgesamt eben ausgelegt auf diese Mischung von Design und Komfort. Das ist wirklich das, was dieses Fahrrad extrem ausmacht. Habt ihr da eigentlich jemanden ganz speziellen im Hinterkopf, wenn wir über eine Zielgruppe reden, was ihr glaubt, für den das Fahrrad in erster Linie gedacht ist? Also wir sehen schon den klassischen Stadtmenschen, der in der Stadt wohnt, der aber auch ganz gerne mal am Wochenende, sag ich mal, seine Radtour macht außerhalb, der gerne mit Freunden, mit Familie unterwegs ist, der das Rad aber auch wirklich nutzt, der auch damit irgendwo zur Arbeit fährt, um jeden Morgen, ich will jetzt nicht sagen, der klassische Banker, das ist so ein Stereotyp, aber es ist jemand, der wirklich drauf sitzt morgens, seine Tasche fürs Büro hinten dranhängt, losfährt und einfach Spaß daran hat, sich schnell und unkompliziert in der Stadt zu bewegen. Und der auf der anderen Seite eben auch wirklich nach was
Schönem sucht. Einfach optisch was Elegantes. Das ist wirklich das, was wir hier sehen. Mhm. Was wir hier sehen, ist auch ein Fahrrad, für das es aber auch noch einen Range Extender gibt, ne? Von Bosch. Wie viel bringt der denn an extra Kapazität noch mit? Kannst du das verraten? In dem Falle ist dieses Fahrrad nicht ausgelegt für den Range Extender. Okay. Das ist ganz einfach. Ich kann auch genau den Grund erklären, warum es nicht ausgelegt ist. Weil du müsstest den Range Extender hier zwischen machen. Und der Platz ist einfach schlichtweg zu klein. Okay. Die andere Rahmenvariante, geht es an der? Nein, wir haben uns dann entschieden, für alle Varianten das Gleiche zu machen. Wir hätten es an größere, also an die XL-Varianten, hätten wir es dran machen können. Aber wir fanden es dann unfair, die einen zu bevorteilen oder die anderen zu benachteiligen, wie auch immer man das sehen möchte. Wir haben uns dann entschieden, wir machen für alle das Gleiche. Und dann weiß man auch für alle, dass es passt. Weil sonst hat man hinterher wieder Diskussionen, warum da und warum da nicht. Und das wollten wir nicht. Ja. Okay, also haben wir nicht nur ein schickes, sondern auch ein sehr faires Rad. Wir haben uns wirklich, wir haben lange darüber diskutiert im großen Team und haben gesagt, was machen wir? Und zum Schluss waren wir uns wirklich alle einig, dass wir gesagt haben, nein, wir wollen ein Fahrrad haben, das wirklich die Funktionalitäten über alle Rahmenhöhen immer gleich darstellt. Und das ist uns dann auch gelungen. Okay, dann lass uns noch mal kurz über euren Vorbau reden. Der ist nämlich eigentlich eine Einheit, bildet eine Einheit mit dem Lenker, hat aber noch ein paar andere Besonderheiten. Ganz korrekt. Also den Vorbau haben wir komplett neu entwickelt. Erstens, das Material ist was Besonderes. Mhm. Es ist ein Kunststoff-Spritzgussmaterial, was speziell gefertigt wird aus, sag ich mal, einem Material, das recycelt wird von der Automobilindustrie. Und hinterher kann dieses Material auch wieder zu 100% geschreddert werden und zu 100% wieder weiterverwendet werden. Mhm. Und was wir jetzt, sag ich mal, es gibt zwei Besonderheiten. Einmal diese Kappe hier vorne. Ausgeliefert wird es mit einer komplett blanken Kappe, also ohne dieses Display. Ja. Wir liefern aber zwei Austauschplatten dazu, wo man einmal, wie man es hier sieht, das Intuvia drauf machen kann. Mhm. Das ist ja wireless, also ganz einfach, kann man dazu kommen, draufklicken, fertig. Ja. Weil in der Standardausstattung hast du nur das Top-Tube HMI, also hier dieses kleine schmale Ding plus den kleinen Schalter. Mhm. Wenn du also mehr möchtest, kannst du das haben. Oder alternativ gibt es eine Platte mit einer SP-Connect-Halterung, wo du dann die Handyhülle für kaufen kannst und dann kannst du ganz einfach dein Smartphone vorne drauf machen. Das ist eigentlich die Variante, die ich persönlich am schönsten finde, weil mittlerweile benutzt man für alles sein Smartphone. Und das war uns gerade bei den Leuten, die wir hier sehen, doch ganz wichtig, dass man dieses Smartphone dann auch auf seinem Handy benutzen kann, dass man mit Google Maps oder was auch immer man benutzt, routen kann und solche Dinge. Und das ist ja heutzutage eigentlich schon Standard. Recyceln oder überhaupt so ein kleiner, möglichst kleiner CO2-Fußabdruck, solche Dinge werden ja immer wichtiger, auch an einem Fahrrad. Ihr fangt jetzt an mal mit einem Lenker, den man wieder verwerten kann. Ist das ein erster Schritt oder wie siehst du das? Also aus unserer Sicht ist das ein erster Schritt. Also wir haben gesagt, wir wollen uns mit dem Thema befassen. Das ist wichtig für uns auch als Vinora, dass wir dieses Thema Nachhaltigkeit angehen. Mhm. Und wir haben jetzt gesagt, wir fangen jetzt mal mit dieser Vorbau-Lenker-Kombination an. Ich kann mir aber auch ganz andere Dinge wie ein Gepäckträger oder im Finalen auch einen Rahmen vorstellen in diese Richtung. Mhm. Aber wir müssen uns auch, auf der anderen Seite haben wir eine Verantwortung gegenüber unserem Endkunden, dass wir wirklich Top-Produkte liefern, die absolut haltbar sind. Mhm. Und es ist ein komplett neuer Einstieg in ein neues Segment und deswegen fangen wir jetzt erstmal mit einem Teil von dem Fahrrad an, bevor wir in den ganzen Rahmen gehen oder in andere Teile. Mhm. Dann sind wir mal gespannt, was ihr euch da vielleicht noch einfallen lässt und was ihr noch testet so in den nächsten Jahren, was da noch kommt. Ihr könnt es natürlich auch verfolgen, indem ihr einfach dranbleibt am Kanal. Am einfachsten geht das natürlich mit einem Abo, also abonniert den vielleicht am besten gleich. Birgit, vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Danke, ich danke dir. Danke für die Hintergründe. Danke euch fürs Zusehen. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen auf dem Kanal hier. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.